Sportvereins hier angeht, und da war der VfB unschlagbar in der bei allen Vereinen der Regionalliga. Das muss man sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, die Dinge, dass ihr jetzt den Aufstieg in einer Saison, ja, ich denke einfach, das konnte keiner wissen. Für eine solche Saison gibt es keine Konzepte in irgendwelchen Schubladen. Dass ihr das gemacht habt, ist ganz toll. Manche Leute reden von einem Staffelsieg. Ich rede immer von einer Meisterschaft. Denn diese Meisterschaft habt ihr euch erfochten. Und ich kann mich noch gut erinnern, im vorigen Jahr haben wir gemeinsam mit eurem Trainer, Horst war da auch bei, in Dänemark beim Weltcup gesessen und haben so ein bisschen philosophiert. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr das geschafft habt. Und ich sage immer, das wird heute sicherlich meine letzte Siegerehrung. Aber es ist auch die wichtigste. Die wichtigste, denke ich einfach, auch für den schleswig-holsteinischen Fußballverband. Wir haben jetzt zwei Mannschaften, eine aus der Fanstadt, aus der ich da komme, und eben der VfB Lübeck in der 10. Liga. Ich wünsche euch als Mannschaft ganz viel Erfolg, viel Glück, und ich denke, es werden sicherlich andere Spiele sein, die man in Fußball da bin ich mir ganz sicher, weil ich glaube, diese 3. Liga ist mit so vielen tollen Vereinen, mit Traditionsvereinen besetzt. Ich werde sehr oft hierher kommen und werde diese Spiele haben. In dem Sinne wünsche ich euch für die kommende Saison alles Gute und viel Erfolg. In dem Sinne, Thomas, wenn du einmal kommst. Ja, ich danke dir, Dank. Ja, ich danke dir.